Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein und wir sind zurück, endlich, bei Kingdom Come Deliverance. Wir spielen den neuen DLC, Band of Bastards, der vor kurzem erschienen ist. Ich habe ihn ja ganz kurz hier schon mal vorgestellt, aber ich weiß auch nur, dass es darum geht, dass wir irgendwie eine Söldnergruppe begleiten sollen und für Rechte und Ordnung hier in der Gegend sorgen sollen. Mehr weiß ich ja auch nicht und ich bin gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Noch ein kurzer Hinweis, falls ihr dieses DLC oder eines der anderen noch kaufen wollt, es gibt noch bis Ende Februar bei meinem Keyshop-Partner Games Planet die Möglichkeit, da nochmal zusätzlich ein bisschen was zu sparen. Mit dem Rabattcode STEINBASTARD gibt es ja irgendwie nochmal 5% mehr als üblich. Links und weitere Informationen findet ihr in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Wir sind hier ganz am Ende des Spiels, also gewissermaßen im Epilog. Ich bin zurückgeritten nach Rattay. Ich habe hier unsere Klamotten repariert, alles hübsch sauber gemacht. Wir sind ausgeschlafen. Ich habe gegessen. Ah, alles herrlich. Insofern sind wir bereit. Ich habe zwar in dem Ankündigungsvideo schon dieses erste Gespräch hier geführt, aber natürlich zur Vollständigkeit werden wir jetzt mit unserem Vater nochmal die Sache besprechen. Also, Ratzig, wo gehst du hin? Warum... Hier. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Vater, kann ich dich etwas fragen? Gewiss, Heinrich. Toss ist fort und ich dachte, dass sich nun alles zum Besseren wendet. Dass die Straßen in der Provinz sicherer werden und... Nun ja, das ist nicht geschehen. Ah, die Blauäugigkeit der Jugend. Ihn aus der Provinz zu jagen war nur der Anfang. Viele seiner Halunken sind noch hier und treiben weiterhin ihr Unwesen. Und solange Krieg herrscht, werden wir immer wieder vor diesem Problem stehen. Aber was können wir tun? Nicht besonders viel, leider Gottes. Meine Garnison ist ein Scherbenhaufen. Ich verlor in Skalitz die meisten meiner Männer. Und nach Pribislavitz sind es nun kaum genug, um Pirkstein zu bewachen. Geschweige denn, die Straßen zu schützen und in der Provinz zu patrouillieren. Die Männer reichen einfach nicht. Aha, ich verstehe. Besser gesagt, sie reichten nicht. Wie es der Zufall will, kommst du wie gerufen. Unlängst bat ich einen alten Freund um Hilfe. Herrn Kuno von Reichwaldau und seine Söldner. Das sind zähe Burschen. Die meisten von ihnen saßen im Kerker. Sie sind nicht minder kampferprobt als Waffenknechte. Verzeih mir meine Offenheit, aber fähige Söldner gibt es doch zuhauf. Gewiss findest du irgendwo redlichere Kämpfer. Wohl wahr, Junge, aber... Ich würde gern sagen können, dass ich mich an Kuno wandte, weil ich ihm vertraue, aber der Grund ist pragmatischer. Er schuldet mir einen Gefallen und wird daher kein Geld verlangen. Soll ich mich ihm anschließen? Ja, es geht um zweierlei. Kuno braucht einen Ortskundigen und ich brauche jemanden, der ihn und seine Männer im Auge behält. Auf dich ist Verlass und du bist dem gewachsen. Mach dich auf zu seinem Lager und stell dich vor. Ihr werdet auf Patrouille gehen und du wirst dafür sorgen, dass sie sich benehmen. Okay, gut. Jetzt können wir noch ein paar weitere Informationen erlangen. Und da geht's nämlich schon los. Das ist jetzt alles neu für mich. Also, wer ist dieser Kuno? Dieser Herr Kuno von Reichwaldau. Er ist der letzte Baron der Reichwaldauer, ein verarmtes Adelsgeschlecht. Er verdingt sich nun als Söldner, so wie viele verarmte Edelmänner, wenn sie denn nicht Räuberbarone werden oder beides zugleich. Jedenfalls ist er ein unterhaltsamer Bursche. Als Söldner hingegen, nun, da pflegt er seine eigene Art und Weise, gewisse Dinge anzupacken. Das klingt besorgniserregend. Ach, so schlimm ist es nicht. Man muss ihn nur zuweilen daran erinnern, nicht zu übertreiben. Gut, das ist also unsere Aufgabe, ihn zu erinnern, nicht zu übertreiben, alles klar. Warum steht er in deiner Schuld? Ich half ihm einst aus seiner misslichen Lage. Dank mir musste er nicht hängen. Oh, das klingt abenteuerlich. Wie kam es dazu? Frag das besser ihn. Ihr könnt euch mit dem Thema auf euren langen Patrouillen die Zeit vertreiben. Doch eines kann ich dir sagen. Ganz offensichtlich habe ich ihn inspiriert. Viele seiner Männer konnte er nämlich ebenfalls vor dem Henker bewahren. Mhm. Gut, ich reite zu seinem Lager. Ausgezeichnet. Es befindet sich zwischen Rattay und Ledetschko. Ein guter Standort zum Schutze der Provinz. Viel Glück, Heinrich. Und pass gut auf dich auf. Werde ich, Herr. Hab Dank. Auf bald. Okay. Und damit geht es los. Das wollen wir jetzt tun. Wir wollen dort in Herrn
zu Herrn Kunos Lager reiten. Schauen wir es uns nochmal an auf der Karte. Halt, hier geht's lang. Und zwar hier oben ist es. Zwischen Ratai und Ledetschko. In dieser sehr schönen und eigentlich sonst ziemlich friedlichen Gegend. Ich hoffe, das bleibt so, trotz dieser Söldner. Na, mal schauen. Okay, also, da machen wir uns auf. Eine Kleinigkeit ist mir jetzt noch gerade aufgefallen. Ich finde es eigentlich unschön, wenn unser Heinrich hier bei jeder Gelegenheit mit Pfeil und Bogen hier rumläuft. Deswegen werden wir ihm das mal wegnehmen. Die Pfeile auch. So, das sieht, wie ich finde, würdiger aus. Und dann kann es losgehen. Ein wunderbarer Morgen. Es regnet nicht. Das Wetter ist herrlich. Ach, schön. Sehr schön sogar. Ich glaube, wir sind auch nicht hungrig. Deswegen lassen wir hier diesen Topf links liegen und können in einen lockeren Galopp übergehen. So, die Gegend ist uns natürlich mehr als wohlbekannt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier hoch und runter geritten bin. Und das trifft mit Sicherheit für jeden zu, der dieses Spiel gespielt hat. Insofern wird es auch kein Problem sein, dieses Lager erstmal zu finden. Und ich bin schon mal gespannt, wie sie uns dort empfangen werden. Beziehungsweise noch nicht ganz im Klaren darüber, ob wir jetzt wirklich der offizielle Vertreter hier von Ratzig sind oder... Aber ich vermute ja, ne? Also ich denke, wir müssen uns hier nicht als jemand anderes ausgeben. Wir sind sozusagen der Aufpasser. Und das werden sie vermutlich auch wissen und uns vielleicht auch dementsprechend begrüßen. Na, mal sehen. So, jetzt müsste es hier links hochgehen und dann müsste es da eigentlich bald schon sein. Mal schauen. Ah, ich glaube, es liegt dort vorne und dann links, ne? Ja. Endet der Weg hier. Seht ihr? Ich bin doch gar nicht mehr so drin. Ich dachte, wir kamen hier auf diesen Weg. Naja, möglicherweise bin ich auch zu weit geritten. Nee, nee, aber hier müsste das eigentlich sein. Genau, da ist es. So. Bin ich mal gespannt auf diese Truppe. Gott sei mit dir. Finde ich hier Herrn Kuno? Herrn Kuno. Ah, von Reich Waldau. Ist das nicht sein Lager? Ist der stumm oder was? Aus dem wirst du nichts herauskriegen. Kommst du von Ratzig? Hab gehört, er wollte jemanden schicken. Ja, Herr Ratzig hat mich als Ortskundiger gesandt. Heinrich. Jacke. Und diesen Burschen nennen wir der Stein. Ich verstehe, warum. Hat er sich mal auf die Zunge gebissen? Nee, er nicht. Ein Köter. Der Köter des Henkers. Nachdem der Henker sie ihm abgeschnitten hatte. Vergiss es. Am besten du kommst mit mir. Ich stell dich den anderen Jungs und dem Anführer vor. Okay, der muss wohl immer Wache halten. Das hier sind die Gebrüder Beermann. Peter und Jan sind zwei Spaßvögel, aber wenn sie saufen, kriegen die kein Wort mehr raus. Wie jetzt. Erwisch sie nicht auf dem falschen Fuß. Packt sie die Wut. Wird das kein schöner Anblick. Das ist schon jetzt kein schöner Anblick. Freut mich, euch kennenzulernen. Spar dir das törichte Gehüpfe, Stepan. Du sollst mit dem Idiot nicht tanzen, sondern ihn töten. Und du, Baumler, sei standhaft verflucht. Lass dich von ihm nicht am Gängelband führen. Herr? Mein Herr, das ist Heinrich von Herrn Kobilla. Wurde Zeit, dass Ratzig mal zur Tat schreitet. Jemand, der sich hier auskennt, können wir gebrauchen. Spar dir das Höflichkeitsgetue. Von dieser Narretei halten wir hier nichts. Jackel? Willst du dich davon schleichen? Geh zum Hof, hol Wasser. Die Jungs sind durstig. Ich war schon letztes Mal. Und auch das nächste Mal, du undankbarer Lump. Heute noch. Los. Undankbarer Bastard. Ich hol ihn aus der Scheiße. Und bekomme wieder Worte. Wo waren wir?
Ach ja. Ein Ortskundigen ist, was wir brauchen. Ich hoffe, ich kann auf dich zählen, Hermann. Heinrich. Genau. Wie ich Ratzig schon sagte. Ich brauche keine weitere Last. Wenn es brenzlig wird, zählt jedes sicher und tapfer geführtes Schwert. Mit einem Schwert weiß ich umzugehen. Das habe ich schon oft gehört, aber am Ende steckt das Schwert dann in ihrem Bauch. Wir werden sehen. Stepan, ruh dich aus. Baumler, finde heraus, ob Herbert hier was kann. Natürlich. Das mache ich gerne. So, hier kommt Herbert. Okay, dann geht's gleich los. Wow. Und direkt mal nicht mit Holzschwertern, so wie die eben gekämpft haben, sondern... Uiuiui, hier geht's doch richtig gleich zur Sache. Leute, der hat was drauf. Aber wir auch. Wo ist eigentlich mein Schild? Kämpfen die hier ohne Schild? Jawohl. Okay. Ja, eine kleine Kopfverletzung. Haben wir schon abbekommen. Die kämpfen auf jeden Fall gut. Schön, dass wir dann auf ihrer Seite stehen. Irgendwann vielleicht, wenn wir das hier schaffen. Scheißkerl! Ja, du musst nicht gleich ausfallen werden. Na? Jawohl. Der hat immer noch eine gute Ausdauer. Wir kriegen ihn noch nicht. Dafür. Okay, wir haben ihn halb runter, Leute. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Aber jetzt. Sehr gut. Ich muss sagen, du hast dich gut geschlagen. Danke. Wir können dich brauchen. Aha, gut. Hab Dank. Mir gebührt kein Dank. Du weißt ja nicht, auf was du dich da einlässt. Oh Gott, oh Gott. Gut. Geht es bald los? Ja, wird langsam Zeit, dass wir aufbrechen. Ich hoffe, du trägst alles bei dir, was du brauchst. Wie wäre es mit Norden? Ist dort irgendetwas Interessantes? Im Norden? Samopesch und Merhuyet liegen auf dem Weg und etwas weiter Talmberg. In Merhuyet gibt es Ställe. Die Ställe würde ich mir gerne mal ansehen. Reiten wir dorthin. Und was dann? Dann hören wir auf unser Bauchgefühl. Ich bin mir sicher, es wird interessant. Da liegt was in der Luft. Aufsetzen und los! Gut. Okay. So läuft das. Also wir wählen einfach irgendwie eine beliebige Richtung. Himmelsrichtung und dann... Gut, wir patrouillieren halt. Das ist wie so, ist Polizeiarbeit gewissermaßen. Auf eine besondere Art und Weise. Naja, dann schauen wir mal. Die Uhrzeit schreitet allerdings nicht voran. Na, mal gucken. So, folge Herrn Kudo mit seinen Männern. Aha. Wisst ihr was? Ich muss noch eine wichtige Sache machen. Ich weiß gar nicht, reiten die jetzt weiter? Ich will doch meine Kettenhaube jetzt mal anlegen und unseren grandiosen Helm. Und ich bin immer noch leicht verletzt. Das ist ein bisschen unschön. Wir haben uns hier mal so ein bisschen an die Spitze der Truppe begeben.
Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Ich meine, wir sind auch gewissermaßen ein Herr. Was ich an Tagen wie diesen so mag, Jan? Duft von Kamille, der Schatten der Luft liegt. Unter anderem, ja. Ah, die sanft geschwungenen Hügel. Dieses zartem Rot, die Sonne spiegeln. Und darunter das fruchtbare Tal, das sich an die Hügel schmiegt. Den frischen Tau, glitzernd auf weichem Moos. Den süßen Duft von Honig in der Nase. Pappel, die stramm und steif in den Himmel ragen. Ja, erinnert mich an den Tag, als wir zwei Fidas Mutter gefickt haben. Sehr witzig. Hab selten so gelacht. Meine Mutter lachte auch. Hab's ihr gut besorgt. Riecht doch gar nicht nach Kamille. Und okay. Männer, wie sieht's aus? Darf ich? Ja, Peter? Wie soll ich sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier bleiben sollten, Anführer. Oh, wie das? Ich habe die Gegend ausgekundschaftet und es scheint fast so, als würden wir schon lange, am Arsch der Welt festsitzen. Das ist hier nicht Paris, wohl wahr. Seit Jackel bei uns ist, habe ich keine neue Ausrüstung und neue Pfeile mehr bekommen. Das behagt mir nicht, Anführer. Verstehe. Was meinen die anderen? Ich weiß nicht, warum Fida herumjammert. Es mangelt hier nicht an Speis, Trank und Weibern. Und Narren in der Schenke, die nicht wissen, wann man aufhören sollte zu würfeln. Baumler? Irgendwie landen wir immer am Arsch der Welt. Und immer ist mir mulmig zumute. Jackel? Was soll ich sagen? Ich sollte eine Rüstung kriegen. Aber dann wurde es nur ein dämlicher Eisenhut. Tja, Rüstung gibt's halt nicht in Mädchengröße. Wo hast du denn deine her? Gut, ich weiß eure Aufrichtigkeit zu schätzen. Es wird Beute geben, versprochen. Wer kämpft und siegt, erhält auch der Mühen Lohn. So war es schon immer. Aber wer nur Silber im Kopf hat, vergisst sein Schwert in der Hand und schadet damit seinen Gefährten. Daher vergesst nie die goldene Regel. Ihr könnt scherzen und jammern. So viel ihr wollt. Aber was am Ende über Sieg oder Tod entscheidet, ist das Vertrauen in euren Anführer, den ihr frei gewählt habt. Das solltet ihr nie vergessen. Amen. Okay, also der Anführer first. Das ist die goldene Regel. So, da hinten brennt irgendwas. Sieht er das auch? Wir sehen das alle, ne? Anführer. Ich glaube, es gibt etwas für uns zu tun. Wohl an! Hinter mir bleiben und Augen auf! Okay. Ja. Ja, das ist immer nicht so einfach, hier schön die Linie zu halten, das Tempo zu halten. Glaubt ihr, erwartet uns dieses Mal, Männer? Groschen versteckt in einem Pisspot unterm Bett oder eine saftige Rinderhüfte, die niemand essen will. Ich fürchte, die kriegst du nur, wenn du sie jemanden aus dem Bauch ausschneidest. Mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen, Bruder. Wo ist mein Messer? Falls ihr Beute macht, werde ich im Lager dann nur allzu gerne mit euch um eure hart verdienten Groschen würfeln. Armer alter Fieder, verpasst immer den spannendsten Teil. Was ist mit dir, Baumler? Was glaubst du, was uns erwartet? Leid und die Vergänglichkeit des Seins. Wie immer. Stets gut gelaunt, nicht wahr, Baumler? Du solltest dir eine Scheibe vom Stein abschneiden und die Klappe halten. Gott, ihr solltet alle die Klappe halten. Okay, durchsuche das ausgebrannte Gehöft, versuche Spuren der Angreifer zu finden. Hm, alles klar. Haltet die Augen offen. Kann gut sein, dass sich hier noch jemand versteckt. Sucht nach Hinweisen und befragt die Leute, falls noch jemand lebt. So, das machen wir. Und ich muss jetzt noch eine Sache prüfen, denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier... Nee, schaut mal. Mein Schild ist irgendwie abgenommen worden. So, dann wollen wir mal hier nach Spuren suchen. Vielleicht zuerst da drüben, wo es gebrannt hat. Ja. Hier glüht es noch. Die Angreifer können noch nicht allzu weit sein. Okay. Hier ist Blut.
Was wollten die? Warum haben die nur die Scheune angezündet? Naja, vielleicht das kriegen wir alles noch raus. Ui, warte mal, hier war doch irgendwas. Die haben keine halben Sachen gemacht. Okay, alles durchgewühlt, um irgendwas Wertvolles zu finden möglicherweise. Oh, und hier hat's jemand erwischt. Es gab wohl keine Gegenwehr. Sie wurden wie Tiere abgeschlachtet. Da kommen uns schlechte Erinnerungen in den Kopf. Das ging wohl alles ganz schnell. Gütiger Heiland. Oh, ist das der Stein? Ja, der betet erstmal. Sie waren unbewaffnet. Nur unnützes Zeug. Ob sie überhaupt etwas Wertvolles gefunden haben? Oh Gott, was für ein Massaker. Na gut, kommt, lasst mal drinnen gucken. Gott, hier steht ja nichts mehr. Wo es hingehört. Armes Geschöpf. Ach so, den Hund hier. Ist jemand? Warte, da. Was ist das? Achso, das ist nur ein Lichtschein auf der Bank. Nee, hier gibt es keine Auffälligkeiten. Ah, was haben wir denn hier? Irgendein Zeichen. Ja. Kuno wird davon erfahren wollen. Schild des Suhl-Adels und eine Nachricht für Herrn Ratzig. Okay. Gut, warte mal. Das wollen wir uns selber erstmal durchlesen. Das ist bestimmt ein Questgegenstand, oder? Nachricht für Herrn Ratzig. Ja, lesen wir das mal. Okay. Ratzig Kubila, du... Skrupellose Bestie, der es an jeder christlichen Moral gebricht. Ich klage dich an. Samt und sonders hast du deine Tugenden und deine Ehre verraten, als du dich zu grausamen Missetaten gegen mich und meine Ahnen hast hinreißen lassen. Dessenthalben schimpfe ich dich einen Hundesohn. Ich fordere dich zum Duell, wie es sich für Ritter geziemt, damit du dich nicht feige hinter den Mauern einer Burg verstecken kannst. Und um dir die Möglichkeit zu geben, deine Ehre und die deines Hauses zu verteidigen. Solltest du ablehnen, werde ich durch diese Lande ziehen und aller Enden kundtun, welch schändlicher Halunke du bist, unwürdig der Gefolgschaft redlicher Mannen. Und deinen Schild werde ich als Symbol der Schande an den Pranger nageln lassen. Ich schwöre vor Gott, dem allmächtigen Herrn, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen handle und, gebunden an die Ehre meiner Familie, nur in dem Maße Vergeltung üben werde, wie du es verdienst. Mein Groll richtet sich nur gegen dich, doch je länger du dich verkriechst, desto länger werde ich plündernd durch die Provinz ziehen mit reinem Gewissen, denn der Schuldige bist du. Okay, das klingt ja nach einer... krassen Blutfehde, gezeichnet am 2. Juni des Jahres 1403, Herr Hagen Suhl. Alles klar. Ja, das ist doch mal eine ganz überdeutliche Spur. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob wir noch andere Dinge hier finden. Nehmen wir unsere Fackel zur Hand vielleicht. Das ist auch immer bestimmt sehr praktisch hier im trockenen Heu mit der Fackel rumzulaufen. Aber wir sehen uns vor. Wir gucken hier nochmal rein. Hier ist aber auch nur alles umgeworfen. Also es sieht so aus, als hätten die gar nicht unbedingt nach Beute gesucht, sondern als wäre das einfach nur ein bewusster barbarischer Akt gewesen, um hier Ratzig zu provozieren. Zu einem Duell ihn zu zwingen. Was er aber offenbar nicht möchte. Na gut. Okay.
So, die anderen haben ein bisschen um die Umgebung geguckt, aber ich denke, das war schon mal der entscheidende Hinweis. Wir werden dann insofern hier mit dem Anführer, mit Kuno, gleich mal darüber reden. Aber das dann in der nächsten Folge. Also, das war der Auftakt, liebe Leute. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.